Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar ist das Hashtag Two Art Journals Two, neun Affirmationen im Junk Journaling. So, und zwar die liebe Uschi Stoffels, deren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox und ich machen jetzt eine Aktion gegenseitig und zwar fertigen wir ein Art Journal, das werde ich jetzt heute in diesem Video machen. Das werden wir schon ganz leicht dekorieren und dann werden wir uns das gegenseitig zuschicken und dann arbeitet die andere in dem fremden Art Journal sozusagen und dann tauschen wir wieder zurück und arbeiten wieder in unserem eigenen und das machen wir dann so einige Male, bis wir der Meinung sind, dass das Journal soweit fertig ist. Ja, also wie gesagt, im heutigen Video erstelle ich die Grundlage dafür und da habe ich mir verschiedene Papiere zusammengestellt. Also wir machen das so, wir nehmen eine Technik ohne Bindung und zwar kleben wir die Seiten nur zusammen. Da als Grundlage dafür dient ein Video von Mike Deacon und die Petra Lemier, die hat das auch mal umgesetzt. Die beiden Videos verlinke ich euch auch unten in der Infobox, falls ihr Lust habt, sowas mal nachzubasteln. Wir werden da ein Cover auch gestalten, ne? Vorne und hinten sind das quasi nur Pappdeckel. Und der Rest besteht dann aus Papieren und wir werden jedem Papier, also jeder Doppelseite, eine Affirmation zuordnen. Die Gestaltung der Seite wird sich dann auch jeweils ein bisschen auf die Affirmation beziehen. Ja, ich habe mir also verschiedene Seiten zurechtgelegt. Das hier ist so, so wie leichtes Aquarellpapier, würde ich sagen. Also irgendwie so Malpapier, ne? Da werde ich, also es wird DIN A4 sein in gefalteter Form, also ein DIN A5 Journal. Demzufolge werde ich hieraus zwei Seiten machen. Wir machen also insgesamt neun Doppelblätter. Hier vom Action weißes Aquarellpapier und schwarzes Aquarellpapier. Also jeweils ist das eine Doppelseite, da habe ich dann schon vier. Das hier ist aus einem Aquarell, also ein Buch über Aquarellmaler. Dann habe ich hier dieses normale einschlägige Packpapier vom Versandhandel mit dem großen A. Das hier ist eine Papiertüte. Und dann nehme ich noch zwei von meinen Ostereierfarben gefärbten Papieren. Und ich finde es auch schön, wenn man für die Gestaltung schon so eine leichte Vorgabe hat oder ne, auch eine Herausforderung. Ne? Deswegen also auch zwei Farben dabei. Dieses hier sind von einem echten Buch die Innenseiten. Ne? Also hier war der Buchdeckel und das ist das, was man umschlägt. Das hat immer so eine gewisse Strukturierung. Und diese beiden Seiten sind also aus dem gleichen Buch. Die werde ich bei meinem Buch auch als Einbandseiten nehmen. Das heißt also, aus dieser Pappe hier, das ist von so einem Aquarellblock, da habe ich noch, das ist sehr dicke Pappe, die habe ich noch über, da schneide ich mir gleich jeweils DIN A5 Stücke zurecht für das Cover. Und dieses hier wird dann quasi am Cover festgeklebt und an der nächsten Seite. Aber das machen wir gleich noch im Einzelnen. So, sind die gleich groß? Ja, sehr schön. So, jetzt werde ich die anderen Seiten, die ich hier alle habe, auch entsprechend zuschneiden auf diese Größe. So, die Seiten sind jetzt alle zugeschnitten an allen Seiten und ich habe sie schon in die richtige Reihenfolge gebracht, wie ich sie gerne hätte. Und dann kommt dazu ja vorne und hinten jeweils noch eins von diesen Bucheinbandseiten, eine von diesen Seiten. Und dann kommt vorne und hinten noch das Cover rauf. Ne? Und dann haben wir quasi im Endeffekt so das Journal. Weil aber natürlich das Cover jetzt nicht in dieser Form verwendet werden soll, ne? Möchte ich das Ganze jetzt noch mit Stoff beziehen. Und zwar habe ich mir dazu von einer Tischdecke oder einem Bettbezug, das weiß ich gar nicht. Das habe ich kürzlich mit Zwiebelwasser gefärbt, also Zwiebeln ausgekocht. Und witzigerweise, obwohl es derselbe Stoff ist, das ist original von derselben Tischdecke oder Bettbezug. Das eine ist rosa geworden und das andere gelb. Also ich hatte rote und gelbe Zwiebelschalen gemischt und hatte eine Avocado dabei. Wie das jetzt kommt, kann ich mir nicht erklären. Es ist wirklich original derselbe Stoff. Und dann habe ich dazu noch ein bisschen Spitze gefärbt. Ich mache es jetzt also so. Den einen werde ich mit Rosa beziehen und mache da
die starkrosane Spitze drauf, also wahrscheinlich so zwei von diesen einzelnen Bordüren hier, von den Blumen. Und das andere, das Hinterteil, werde ich mit dem Gelben beziehen und da kommt dann diese Spitze drauf. Das kann man, wenn man möchte, dann ja anschließend noch schön einfärben oder noch was draufsetzen. Also da hat man noch alle Möglichkeiten frei. So, fangen wir mal mit dem einen an. Da werde ich mir jetzt erstmal den Stoff so weit zureißen, dass ich genug habe, um das hier umschlagen zu können. Okay. Dann beklebe ich dieses Ding hier. Das hier nehme ich nach außen. Dies hier jetzt mit doppelseitigem Klebeband. So, das muss jetzt auch wirklich richtig festkleben. Also nehme ich hier, das ist so ein Rakel von Fensterfolie, klebe ich das hier nochmal richtig ordentlich fest an. Das ist also die halbe Miete, ne? Denn wenn das hier drauf nicht richtig klebt, klebt der Stoff natürlich schon mal gar nicht richtig drauf. So, dann nehme ich eine Prickelnadel und ich mache das hier immer nicht am Rand irgendwie, das treffe ich nie richtig. Ich friemel immer irgendwie in der Mitte rum, da kriege ich das bequemer ab. Dann nehme ich den Stoff. Ne, ich mache es lieber andersrum. Ich lege mir den Stoff hin und nehme das. Da kann ich besser zirkeln, wo die Ecken genau sind. Ne? Also wenn ich das jetzt so rum mache, da weiß ich nicht genau, wo ist es, wie sitzt es. Ne? Und so rum kann ich das, kann ich mir den Stoff richtig schön gerade ausrichten und kann mir das rauflegen und bin also wirklich genau in der Mitte. So, und dann schneide ich den Stoff hier an den Rändern ab und zwar lasse ich hier ein bisschen Abstand, damit ich, also wenn ich das jetzt hier genau an der Kante abschneide, dann habe ich ja, wenn ich es umklappe, hier ein Stück Pappe, das man sieht, ne? Und deswegen lasse ich hier, schneide das so schräg ab, ein bisschen Stoff stehen. Und dieses hier. Innen klebe ich jetzt nicht mit doppelseitigem Klebeband, da nehme ich jetzt so einen Kleber mit Pinsel. Und ziehe das so richtig schön fest. So, und bei diesem hier, da gucke ich jetzt, dass ich das hier erst so richtig hier reinfalte, ne? Und dann erst zuklebe, denn dann habe ich diese Ecke definitiv geschützt. Also hier so ein ganz bisschen Kleber drauf. Ne? Richtig schön rund. So. Und dann klebe ich das hier ran. So, das wäre es soweit. Und hier sollen zwei von diesen Spitzendingern drauf. So. Da gucke ich immer, dass hier diese spitzen Ränder, dass ich die abschneide. Irgendwie finde ich das schöner. Also die, wo spitze abgeschnitten worden ist. Die, wo noch spitze dran ist, die bleiben natürlich. Okay, dann lege ich mir mal was drunter. Papierseite.
Hier gibt es ja wieder eine schöne Seite und eine nicht so schöne Seite. Da kommt der Kleber jetzt natürlich auf die nicht so schöne Seite. Hier suppt der Kleber ein bisschen durch. Das tupfe ich von oben weg. Der trocknet auch klar, also das ist alles kein Problem. Aber so drücke ich es auch gleichzeitig noch ein bisschen an. Okay, dann lassen wir das mal einen Moment so trocknen. Und das gleiche mache ich jetzt mit diesem und diesem hier auf der Rückseite. Bevor wir jetzt diese beiden Cover benutzen können, den Coverdeckel und die Coverunterseite, werden wir erstmal noch unsere Seiten bearbeiten. Und zwar, wir machen ja jetzt kein Näh-Journal. Ne? Das ist ja eine Bindung, die quasi nur mit Kleben funktioniert. Und das läuft jetzt wie folgt. Dies ist ja mein erstes Blatt. Hier kommt der Deckel am Schluss drauf. Das heißt, diese Seite wird jetzt mit dieser Seite von dem zweiten Blatt zusammengeklebt. Ne? So dass man hier später gestalten kann. Und dann wird wieder diese Seite mit dieser zusammengeklebt, so dass man hier wieder gestalten kann. Wenn ich das mit allen durch so praktiziere, dann habe ich am Schluss hier so einen Block aus lauter zusammengeklebten Seiten, in denen die Doppelseite dann jeweils immer offen ist. Ne? Und das soll ja dann das Art Journal werden. Aber fangen wir mal an. Ich lege mir wieder was drunter. So, diese Seite wird mit der zusammengeklebt. Ich nehme jetzt einen Prittstift. Einfach auch der Geschwindigkeit wegen. Ich habe diese Seite haargenau, Ecke an Ecke, auf diese Seite geklebt. Und jetzt wird diese Seite auf diese geklebt. Ne? Und dann anschließend kann man hier drin gestalten. So, wir sind jetzt so. Das heißt, jetzt kommt die grüne Seite. So. Und genau das mache ich mit den restlichen Seiten jetzt auch, so lange bis ich alle zusammengeklebt habe. So, die Seiten sind jetzt soweit fertig, alle zusammengeklebt, aber die sind teilweise nicht so ganz genau übereinander. Das heißt, wenn man so guckt, sieht man, teilweise steht hier so ein Millimeter irgendwie von den anderen Papieren vor. Und ich muss sagen, das stört mich bei diesem Projekt jetzt. Das heißt, ich werde jetzt nochmal das Lineal und das Skalpell nehmen und werde hier nochmal 1-2 mm abschneiden, hier oben, unten und an der Seite, sodass das alles wieder eine Linie bildet. Ne? Und dann, wenn man dann das Cover hier drauf macht, dann ist das nicht ganz gleich groß, sondern die Innenseiten sind ein bisschen kleiner hier.
Das macht aber nichts. Hauptsache ist, wenn ich am Schluss das so zusammen habe, dass diese Linie plan ist. Da kommen wir später noch zu, warum das wichtig ist. Das ist jetzt so schön gerade abgeschnitten. So gefällt mir das schon viel, viel besser. Und das ist jetzt quasi wie folgt, ne? Die Seiten liegen plan auf. Sie sind verbunden ohne Nähen und so weiter, einfach nur mit Klebstoff. Und dadurch, dass das alles unterschiedliche Papiere sind, ne, hat man richtig schön Abwechslung beim Gestalten. Jetzt muss das Ganze ja noch hiermit verbunden werden. Und das passiert wie folgt. Als erstes nehmen wir dieses nochmal und verstärken das hier mit einem Stück Stoff. Ne? Da habe ich auch wieder ein Stück von diesem Tischdecke, Kopfkissen, was auch immer das war. Und jetzt werde ich das Ganze hier so rankleben. Dann klebe ich jetzt hier die Bindung schön. Ich sehe zu, dass ich nicht um die Ecke komme, sonst verklebe ich die Seiten wieder. So, jetzt stelle ich das hier in die Mitte. Und das lasse ich jetzt so ein Momentchen trocknen. Das ist jetzt soweit getrocknet. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht, denn ich hätte diese Stoffbahn hier raufkleben müssen, bevor ich diese Innendeckelseiten quasi raufklebe. Ich verstehe allerdings nicht so sonderlich warum. Also allein habe ich wahrscheinlich auch falsch gemacht, weil ich den Sinn dahinter nicht verstehe, denn das geht doch jetzt genauso, ne? Ich klebe das jetzt hier hin. Also letzten Endes ändert das doch nichts, ob ich das jetzt nun hier drauf geklebt habe oder einen dazwischen, oder? Wir machen jetzt einfach weiter. Jetzt klebt es ja sowieso. Also ich nehme jetzt meine Zickzackschere und schneide mir das hier einfach ab. So. Die Seite auch. Okay. Und dann klebe ich jetzt das hier rauf und das hier rauf. So, hier wollten wir gerne unsere neuen Affirmationen reinschreiben, die dann jeweils, also neun Affirmationen, neun Doppelseiten, ne, und jede Affirmation ist einer Seite zugeordnet. Ich hatte mir die jetzt schon mal aufgedruckt. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich das hier jetzt reinklebe oder ob ich es abschreibe. Solange ich mich da noch nicht entscheiden kann, werde ich das einfach mit ein bisschen Washi-Tape hier fixieren. Ich lese euch auch gleich alle nochmal vor. Einfach so ein bisschen Washi-Tape, das bekommt man dann auch bequem wieder ab. Ne? Das kann dann entweder so drin bleiben oder man klebt es noch anders fest. So, also. Two Art Journals, two, ne? Das ist ja die Aktion. Neun Affirmationen im Mixed Media Stil. Affirmation 1, ich bin wertvoll. Es ist gut, wie es ist. Ich achte auf meine Bedürfnisse. Liebe erfüllt mich. Ich stelle mich jeder Herausforderung. Alles ist machbar. Ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Dankbarkeit erfüllt mich. Ich kann mir und anderen verzeihen. Das sind so die Dinge, die ich gerne in diesem Buch da, also als Kunst dargestellt hätte. Ich schreibe jetzt noch mal, nehmen wir mal einen Bleistift,
ganz kurz hier auf hier die Seitenzahl nur in die Ecke mit Bleistift. Das kann man dann auch weg, hinterher wieder wegwischen. Aber dass man, wenn man auf einer Seite ist, auch weiß, bei welcher. Fünfmal sieht man doch. Sechs. Neun. Ne? Kann man auch wegmachen und dann kann man aber zwischendurch immer gucken, welche Affirmation war das jetzt noch. Okay. Uschi und ich hatten ausgemacht, dass jeder von uns, nachdem wir das Buch selber erstellt haben, fünf von diesen Affirmationen auf einer Seite beginnen darzustellen. Ich fange mit Nummer zwei an. Es ist gut, wie es ist. Das ist auf dieser Seite. Ich möchte es in bunt machen, denn es ist gut, wie es ist. Wie ist es? Wenn etwas so ist, wie es sein soll, dann ist es schön, dann ist es fröhlich. Ne? Demzufolge nehme ich jetzt als erstes mal eine Schablone und werde den Hintergrund so ein bisschen, einfach schon mal so ein bisschen farbig machen. Nur ganz sanft. Damit das hier nicht so abgeschnittene Kanten sind, lasse ich einfach die Farben jeweils noch so ein bisschen auslaufen. Auf dieser Seite werde ich diese Spitzendeckchen, das ich gefärbt habe, aufkleben. Na, da kann man ja dann quasi noch alles mitmachen. Und die Affirmation selber, die kommt hier dann mit drauf. Jetzt schreibe ich mit einem Feinliner hier einfach rauf, es ist gut, wie es ist. So. Ich würde sagen, als Anfang, ne, die Uschi soll ja auch noch was zu tun haben, als Anfang ist das schon mal soweit okay. Was nehmen wir noch? Dankbarkeit erfüllt mich, Seite 8. Das ist auch eine weiße. Ja, ne, ich nehme mal lieber eine andere Farbe. Alles ist machbar, Seite 6. Dazu nehme ich jetzt Ausschnitte von Jelly Plate abdrücken. So, alles ist machbar. War das jetzt richtig? Alles ist machbar. So, alles ist machbar. Stärke, Durchhaltevermögen, solche Sachen fallen mir da jetzt spontan ein. Dann nehmen wir auf alle Fälle mal hier die Steine. Ich mache hier mal lieber eine Reiskante. Das sieht ein bisschen schöner aus, finde ich. Das kann ja meinetwegen so bleiben. So. Dann nehmen wir das noch. Machen wir jetzt einfach mal eine kleine Collage. Dann haben wir das hier. Das Schöne ist, teilweise sieht man hier die Schrift noch durch, ne, weil das hier Seidenpapier war. Und dieses hier war zwar auch dünnes Papier, aber ist ein bisschen dicker. Also ein bisschen Schrift sieht man immer noch durch. Dann habe ich hier noch Steine. Ah, diesmal anders. Oder nee, dann nehme ich lieber das hier. Oh, da ist die Schrift auf dem Kopf. Machen wir so.
So. So, das gefällt mir so ganz gut. Und das alles ist machbar, verschriftlichen, das mache ich hier noch drunter. Das heißt, so kommt das rauf. Und dann schreiben wir hier mit Bleistift. Alles ist machbar. Das wird man so in der Form nicht mehr lesen können, aber es ist da, ne? Das reicht schon aus. Okay, dann klebe ich das jetzt mit dem Prittstift mal eben noch auf. So sieht das jetzt aus, wenn es aufgeklebt ist. Gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Habe ich hier noch ich glaube, das ist auf Serviette oder sowas geklebt. Hier so ein paar Blümchen und hier, also so mit Markmaking habe ich das gemacht. Hier habe ich jetzt irgendwie noch so Kanten, das finde ich nicht so gut. Das heißt, da werde ich dies ja noch raufkleben und man wird sie hinterher nur die Striche sehen, weil das durchsichtig wird. Das klebe ich jetzt wieder mit meinem Kleberwassergemisch und streiche das hier mit dem Pinsel auf. Und der Hintergrund von der Blume, das ist ja dieses ganz dünne Serviettenpapierchen, das wird dann quasi durchsichtig, ne? Sodass ich dann nur die Blume oder da die Striche auf dem Untergrund drauf habe, optisch gesehen. So sieht das dann aus. Wie gesagt, das sind ja immer nur erste Gestaltungen, ne? Also da kommt ja noch ganz viel drauf. Ich fange ja jetzt nur erstmal zart an, schicke das dann der Uschi und die Uschi, die macht dann da was draus. Und dann bekomme ich das ja wieder und dann mache ich da auch wieder was draus. Also auf diesen Seiten passiert noch ganz viel, ne? Deswegen kann ich jetzt auch nicht zu viel auf einmal drauf machen. Als nächstes nehme ich kann mir und anderen verzeihen, das ist Seite 9, also die letzte. Und das ist dieses Versandpapier vom Versandhandel mit dem großen A, wo wir ja auch gerne Bastelmaterial bestellen. Dazu nehme ich Softpastellkreide. Und zwar habe ich dieses Papier ja extra deshalb hier reingenommen, weil man damit so schön, darauf so schön mit dieser Pastellkreide malen kann, ne? Das verwischt sich unheimlich toll. Die habe ich schon ewig, keine Ahnung, wo ich die mal her hatte. Und habe sie total selten benutzt, wie man sieht, ist ja fast neu. Und ich möchte, verzeihen hat für mich was mit großen Blumen, die aufgehen und allumfassend sind. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das erscheint mir so vor meinem inneren Auge. Deswegen nehme ich diese große, große Sonnenblume. Das ist ein Teil einer Serviette, ne? Oberste Lage. Dann habe ich mir das Motiv ausgerissen. Und da es hier unten ist noch abgeschnitten, das ist der Rand der Serviette. Das werde ich auch an den Rand kleben. Oder vielleicht kommt es direkt so. Oder hier. Ich klebe es mal hier hin. So, und dann kommt der Text da noch auf. Ich kann mir und anderen verzeihen. Dazu nehme ich jetzt Farben, die hier. Ich weiß gar nicht, muss mal. Dieser Ton trifft es mehr, den nehme ich. Dann habe ich noch dieses Blau. Das ist auch gut. Okay. Dann habe ich hier noch verschiedene Gelbs. Ja, die sind alle schön. Okay, mit denen werde ich dann jetzt den Hintergrund ein bisschen gestalten. So. Das ist jetzt quasi erstmal der Text. Den können wir auch schon mal so ein bisschen verwischen. Wie gesagt, er steht drauf. Den muss man jetzt nicht irgendwie so, wenn man die Seite aufschlägt, bäm, so lesen können, ne? Wichtig ist,
dass da drauf steht und dass die Seite quasi diesem Thema gewidmet ist, wenn man das so sagen will. Ich gebe erstmal die Blume auf. Auch wieder mit dem Kleber-Wasser-Gemisch. So, das muss jetzt wieder ein Momentchen trocknen. Das ist soweit getrocknet. Hier ist mir ein bisschen gerissen, das ist aber nicht schlimm. Hier unten den Überstand habe ich abgeschnitten. Das wälzt sich jetzt hier so ein bisschen, aber wenn das Buch gleich wieder zusammengeklappt ist, dann wird das wieder flach. So, ich nehme jetzt einfach mal diesen gelben Stift und streiche hiermit noch so ein bisschen aus. Die blauen nehme ich jetzt gar nicht, weil man sieht ja hier auch, das ist ein ganz anderer Blauton. Das stört mich so ein bisschen. Also ich gehe einfach so ein bisschen mit Gelb rüber. So. Verstreiche das so ein bisschen. So. Das lasse ich jetzt erstmal so. Und dann kann man ja noch alles andere mit der Seite machen. Die nächste Seite wird Liebe erfüllt mich. Seite 4. So, da nehme ich mir diese Schablone, die ich habe. Wir machen es also ganz klassisch. Ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist eigentlich auch das Einzige, was mir so richtig einfällt. Ganz klassisch mit Herzen und Rot. Die Uschi kann ja dann gerne noch alles ändern, wenn sie dran ist, ne? Aber ich fange jetzt erstmal an mit kitschig. So, dazu nehme ich das, ich benutze das als Strukturpaste, das ist eine Kreidefarbe, die mehr oder weniger ausgetrocknet ist, wobei diese hier geht einigermaßen. Aber das kann man schön auftragen, steht auch ein bisschen vor, also wie Strukturpaste, und das Schöne ist, das ist halt schon fertig angemischt, es ist schon in Farbe, ne? Wow. So, da gehe ich jetzt drüber und trage mir quasi dieses Herz aus Herzen auf. So, jetzt kommt wieder der Moment, wo man ein bisschen schwitzt. Ah, ist ja richtig gut geworden. Das ist ja leider nicht immer so. Dann nehme ich mir hier noch so ein paar Herzchen, die ich habe. Wenn ihr euch fragt, wo das Rot bleibt, kommt gleich alles. Und zwar sind die aus einer der Plastiktischdecken vom Action, die ich immer für Färben nehme. Ne? Die werde ich... Ich habe noch mehr, aber ich wollte jetzt nicht so viele nehmen. Die klebe ich hier jetzt noch mit drauf. Dann muss ja Liebe erfüllt mich noch mit drauf, ne? Also die Affirmation, die trage ich jetzt hier in die Mitte ein. Ich schreibe dünn. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass man das unbedingt lesen kann. Hier ist noch ein bisschen Platz, machen wir noch ein Herzchen. So, und jetzt nehmen wir uns ein paar von diesen Inkpads, die sind aus dieser Dose. Und da die ja mal wieder ausgetrocknet sind, also es sind nicht alle, aber die meisten. So, hier zücke ich mir so ein bisschen von der Farbe raus. Und dann decken wir hier mal so ein bisschen ab. Einmal hier unten, wo das jetzt gleich rausläuft. Hier, um das Buch insgesamt ein bisschen zu schützen, denn jetzt gibt es ein bisschen Sauerei. So, und dann kommt hier noch Wasser drauf. So, das reicht schon.
Jetzt tupfe ich vor allem hier in der Mitte nochmal ab, da wo sich das alles sammelt. Das muss jetzt mal ein bisschen trocknen. So, jetzt noch die fünfte Seite. Dazu nehme ich Seite 5. Ich stelle mich jeder Herausforderung. So, Seite 5 ist das hier. Ich muss das gleich unbedingt nochmal unter ein schweres Buch legen oder so, damit das alles schön platt gedrückt wird. Und zwar habe ich dazu aus einer alten Flow dieses Bild. Ne? Da sieht man hier oben ja ein Sprungbrett, eine Frau, die springt und hier unten irgendwo das Wasser. Und das Gleiche habe ich hier auch nochmal von der anderen Seite irgendwie in klein. Also dies mache ich so als Briefmarke, ne? Das kommt hier mit drauf. Und hier auf der Rückseite steht noch annehmen, was ist und Ruhe finden. Sobald sich Dinge nicht so entwickeln, wie wir es uns wünschen, fangen wir an zu kämpfen und zu hadern. Wir regen uns auf, ängstigen oder zweifeln am eigenen Lebensweg. Autorin Anne Otto hat sich gefragt, wie es gelingen kann, mit Zumutungen und schwierigen Phasen etwas gelassener umzugehen. Okay, da kommt natürlich jetzt der Artikel, ne, in der Flow. Ich werde jetzt das Ganze so zurechtschneiden, dass das hier mit rauf kann und dass man das hinten lesen kann. Das heißt, hier und hier abschneiden. Hier dann quasi, ich klebe das nicht auf die Seite, sondern ich klebe es an die Seite, dass man das aufschlagen kann, sodass man hier noch was machen kann. So habe ich das jetzt einigermaßen zurechtgeschnitten, dass das hier innerhalb der Seite sich befindet. Hier ist das Sprungbrett, das kommt dann hier so hin. Und hier unten kommt quasi das Schwimmbecken oder was das ist. Und aus diesem hier, da sieht man ja das Ganze nochmal, da steht eine 13, finde ich persönlich gar nicht schlimm. Ich finde nicht, dass das eine Unglückszahl ist. Und dann schneide ich jetzt hier mit der Zickzackschere am Rand so ein bisschen ab. Ein bisschen mehr, um quasi eine Briefmarke zu simulieren. Okay. So, das habe ich hier jetzt jeweils raufgeklebt und am Rand abgeschnitten. Und die Briefmarke habe ich jetzt hier quasi auch aufgeklebt. Ne? Ich finde das so ganz schön. Und da sieht man auch, wie hoch der Unterschied hier so eigentlich ist. Und dann habe ich noch, auch aus einer Flow, starke Frauen kreativ. So als Papierschnipsel. Das habe ich jetzt hier ausgeschnitten und klebe das hier jetzt drauf. Und das kann man jetzt entweder ganz allgemein verstehen, da kann man sagen, dass starke Frauen halt durch ihre Kreativität so stark sind oder dass starke Frauen kreativ sind, weil sie stark sind oder dass das Uschi und ich sind. Also da kann man alles Mögliche reininterpretieren. So, wie man mag. Das klebe ich hier auch noch schnell auf. So. Ist quasi auch noch wie ein Schutzschild, ne? So dass er nicht direkt ins Wasser kommt, sondern hier so ein bisschen abgefedert wird. Auch schön. So, dann kleben wir die Seite hier noch rein. Und zwar mit diesem Scotch-Tape, das also freundlicherweise, dass man nicht sieht. Ne? Das klebt durchsichtig. Also das klebt auch matt. Ne? So, das kleben wir jetzt hier so ran. Ja. Und hier drüber, da kann man auch noch drauf malen und alles, ne? Das schränkt einen nicht ein wie so ein normales Tesafilm. Okay, das waren 5 Seiten. Ich zeige euch nochmal das Endergebnis. Das ist also jetzt das Cover von vorne. Kann man noch alles mitmachen. Ne? Man kann, weiß ich, Farbe draufbringen oder anderen Stoff, was man möchte. Hier das Gleiche. Dann haben wir hier vorne die Affirmationen. Da kann man auch gucken, was man mit denen macht. Ne? Ob man sie dann einklebt oder abschreibt. Die Seite Ich bin wertvoll kann Uschi dann machen. Es ist gut, wie es ist. Das hier wird, ich achte auf meine Bedürfnisse. Jetzt ist hier leider ein bisschen Farbe verlaufen, ne, aber das kann man sicherlich gut tuschieren.
Liebe erfüllt mich. Starke Frauen kreativ. Alles ist machbar. Das hier wird, ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Das wird, Dankbarkeit erfüllt mich. Und ich kann mir und anderen verzeihen. Ja, dann schicke ich das jetzt der Uschi zu. Und sie schickt mir ihrs und dann arbeiten wir dann gegenseitig darin weiter. Und dann werdet ihr das als Video dann zu sehen bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.